Ja, herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Das letzte Mal haben wir vor Redcliffe einen Riss vor diesem Tor geschlossen und danach die Stadt betreten. Und jetzt werden wir mal in die lachende Möwe gehen und uns mit Fiona treffen. Das habe ich vorhin schon einmal gemacht. Ich muss die Aufnahme wiederholen, weil mein Aufnahmeprogramm nach dem Betreten der Kneipe seltsamerweise die Aufnahme gestoppt hat. Ich weiß nicht warum. Ich hatte den Verdacht auch, weil ich habe ja oben links eine Anzeige, die FPS-Anzeige zeigt mir, ob das Aufnahmeprogramm arbeitet oder nicht. Und das war nach betretener Kneipe weg und da habe ich schon vermutet, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Naja, die Antworten, die ich gegeben habe bei dem Gespräch, waren glaube ich ganz okay. Ich werde dieselben Antworten wiederverwenden. Und es ist kein Grund, den Boden zu versinken, weil ja sowas kann passieren. Shop. Ja, das habe ich vorhin auch gemacht, also versucht man das zu rekonstruieren, was ich vorhin gemacht habe. Ich kann euch alles besorgen, was ihr benötigt. Ja, ist schon recht. Wir haben nämlich Loot verkauft. Den behalte ich. Den Seelenegelstab brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Oder ja, ich behalte ihn mal drin als Ersatz, falls ich einen zweiten Magier ins Team kriege. Der kann weg. Den Bogen. Ich lasse ihn mal drin. Das lasse ich auch mal drin. Den glaube ich brauche ich nicht. Das Fereldische Schwert. 65, 62. Aber 3. Ich denke, dann verkaufe ich eher die und behalte das Fereldische Schwert. Und dann behalte ich das mit dem 8er Rüstungswert, so wie vorhin. Weg. Weg, so. Dann, was kann ich denn? Die Kampfmagierrüstung brauche ich nicht. Die Verteidigerrüstung auch nicht. Das Amulett der Macht behalte ich. Den Gürtel der Heilung verkaufen wir. Den Elixiergürtel auch. Das behalten wir auch. Das, ja gut, das war's dann. Apropos kaufen, hast du irgendwas? Der hat irgendwie nichts zu verkaufen. Außer das Zeug, was ich ihm gerade verkauft habe, und total Sachen, die im Level zu hoch sind. Ja, gut, dann lassen wir das so. Dann speichere ich mal hier. Ihr seht, ich war schon in der lachenden Möwe drin, und ja, ist halt so, wie es ist. Leider läuft mir jetzt dann auch ein bisschen die Zeit davon, weil ich heute noch arbeiten muss. Das war jetzt nicht eingeplant, dass ich das zweimal aufnehmen muss. Da werden wir die Aufnahme nach dem Gespräch stoppen müssen und nach der Arbeit fortsetzen oder so. Mal gucken, wie ich das mache. Wenn wir schon irgendwie hinkriegen. Oh je, das ist zu viel zum Lesen. Das auch. Und das sowieso. Okay, lassen wir das. So lang ist der Ladebildschirm dann auch wieder nett, dass ich das alles lesen kann. Mit der Zeit werden die Reiche der Menschen untergehen. Das haben wir schon zahllose Male gesehen. Ja, das war's dann schon. Weiter bin ich nicht gekommen. Da ging es nämlich um die Dalish Elfen. Das hätte ich jetzt schon gern gelesen. Naja, man kann es ja mit der Pause-Taste tun. Tja, dann wäre es mal nett, wenn es weitergeht. So ein, ja, genau. Willkommen, Vertreter der Inquisition. Was führt euch nach Redcliffe? Ja, ihr habt mich eingeladen. Wir sind aufgrund eurer Einladung aus Val Royeaux hier. Ihr müsst euch irren. Das letzte Mal, dass ich in Val Royeaux war, war noch vor dem Konklave. Irgendwas stimmt hier nicht. Nun, das ist ausgesprochen seltsam. Ich habe in Val Royeaux nämlich mit jemandem gesprochen, der genauso aussah wie ihr. Genau wie ich? Ich nehme an, da könnte Magie im Spiel gewesen sein. Aber warum sollte jemand... Nun, wer oder was auch immer euch hierher geführt hat, die Lage hat sich geändert. Die freien Magier haben sich bereits dem Dienst für das Reich von Tevinter verschrieben.
Ein Bündnis mit Teewinter? Habt ihr denn keine Angst, dass sich ganz Cedas gegen euch wenden wird? Ich verstehe, dass ihr Angst habt, aber ihr verdient etwas Besseres, als Sklaven Teewinters zu sein. Als jemand, der einem Magister verpflichtet ist, habe ich nicht länger die Autorität, mit euch zu verhandeln. Nun, das ging ja schnell. Die Göttliche ist noch nicht mal ganz kalt und schon habt ihr euch dem Reich angeschlossen? Ein Großteil von Cedas gibt uns die Schuld am Tod der Göttlichen. Die Angriffe der Templer wurden schlimmer und wir Magier hatten keine Verbündeten. Meine Leute hätten hier in Redcliffe entweder eine letzte Schlacht schlagen oder die einzige Hilfe annehmen können, die uns angeboten wurde. Ich musste sie retten. Ich hatte keine andere Wahl. Willkommen, meine Freunde. Bitte entschuldigt, dass ich euch nicht eher begrüßt habe. Vertreter der Inquisition, erlaubt mir, euch Magister Gereon Alexios vorzustellen. Die Magier aus dem Süden stehen unter meinem Kommando. Und ihr seid also die Überlebende, richtig? Diejenige aus dem Nichts? Interessant. Nachforschen? Erzählt mir von diesem Bündnis. Ich wüsste gerne mehr über dieses Bündnis zwischen den aufständischen Magiern und dem Reich. Natürlich. Was genau möchtet ihr wissen? Weiter nachforschen? Fiona ist euch verpflichtet. Die Großverzauberin hat mir erzählt, sie sei einem Magister verpflichtet. Unsere Brüder und Schwestern aus dem Süden besitzen im Reich keinen rechtlichen Status. Da sie nicht als Bürger Teewinters geboren wurden, müssen sie über einen Zeitraum von 10 Jahren dienen, bevor sie sämtliche Rechte erhalten. Und als ihr Schutzherr ist es an mir, ihren Dienst für das Reich zu überwachen. Wann ist es dazu gekommen? Mir ist nicht ganz klar, wann genau ihr diese Vereinbarung mit Fiona getroffen habt. Als das Konklave ausgelöscht wurde, sahen sich diese armen Seelen der Grausamkeit der Templer ausgeliefert, die sie unverzüglich angreifen wollten. Es muss göttliche Vorsehung gewesen sein, dass ich genau im rechten Moment eingetroffen bin. Der Moment war zweifelsohne äußerst passend. Na, so ein Zufall, wenn das mal nicht manipuliert wurde. Was hat Teewinter davon? Was hat das Reich davon, die aufständischen Magier unter seine Fittiche zu nehmen? Für den Moment stellen die Magier aus dem Süden vor allem einen beträchtlichen Aufwand dar. Sobald sie jedoch entsprechend ausgebildet sind, werden sie sich unserer Legion anschließen. Ihr sagtet nicht, alle meiner Leute müssten militärischen Dienst leisten. Es gibt unter uns Kinder und einige, die nicht geeignet. Ich bin mir sicher, eines Tages werden sie alle produktive Bürger des Reiches sein. Sobald ihre Schuld abbezahlt ist. Na, merkst du was? Na, Fiona, da hast du wohl einen Fehler gemacht. Wo ist der Aal? Ich habe hier weder den Aal von Redcliffe noch einen seiner Männer gesehen. Der Aal von Redcliffe hat das Dorf verlassen. Aal Teagan hat seine Ländereien nicht einmal verlassen, als sie während der Verderbnis unter Belagerung standen. Es kam zu wachsenden Spannungen. Ich wollte nicht, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Aal Teagan kennen wir aus dem ersten Teil aus Dragon Age Origins, wenn ihr das gespielt oder gesehen habt. Ich brauche die Magier. Ich bin hier, weil ich Magier brauche, um die Bresche zu schließen. Ihr kommt also direkt zur Sache. Das verstehe ich natürlich. Felix, würdest du bitte einen Schreiber rufen lassen? Oh, verzeiht meine Manieren. Meine Freunde, das ist mein Sohn Felix. Es überrascht mich nicht, dass ihr hier seid. Die Eindämmung der Bresche ist eine Aufgabe, die nur wenige in Angriff nehmen können. Niemand kann sagen, wie viele Magier dafür nötig wären. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Dann helft ihr uns? Heißt das, ihr überlasst uns eure Magier für diese Aufgabe? Nun, dann werden wir... Felix? Es tut mir so leid. Bitte verzeiht mir meine Ungeschicklichkeit, my lady. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut, Vater. Na komm,
holen wir dir deine Arzneien. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, meine Freunde, wir müssen unsere Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Fiona, ich brauche im Schloss eure Hilfe. Es war nicht meine Absicht, allen derartige Umstände zu bereiten. Ich lasse der Inquisition eine Nachricht zukommen. Wir werden diese Angelegenheit ein andermal klären. Kommt in die Kirche. Ihr seid in Gefahr. Okay, da hat der gute Felix ihr wohl eine Nachricht zugesteckt. Was sind wir doch geheimnisvoll. Wir sollten dem nachgehen. Wir werden vorsichtig sein, aber wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Jo, gut, und hier schließe ich die Aufnahme mal und mach später weiter, wenn ich von der Arbeit komme. Bis dann. Jo, hier bin ich schon mal. Die Musik in dem Wirtshaus ist schon zu hören, deswegen habe ich den Ladebildschirm angeschaltet. Jo. Arbeit ist inzwischen vorbei, es ist jetzt 20:34 Uhr. Und jetzt lauschen wir mal dieser Musik. Es ist schön, euch zu sehen. Ich möchte mal zu dem Baden hin. Muss ich jetzt wirklich so? Das kann. Hallo, das ist doch nicht wahr. Ich danke euch. Natürlich. Kann man sich da was wünschen? Und wie viel braucht ihr? Nö, die kann man nicht ansprechen. Jo, die haben einen ganz eigenen Stil. Finde ich gut, ja. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Triff dich mit Felix in der Kirche. Wenn ich eine Kirche wäre, wo würde ich mich verstecken? Am besten gehe ich erstmal raus. So, Ausgang. Achso, Eieruhr. Ich habe noch ungefähr 19 Minuten. So. Das ist mir jetzt wieder zu viel zum Lesen. Das kriege ich auch nicht hin. Vergrößere die Macht und den Einfluss der Inquisition, indem du Risse im Licht schließt, neue Lager errichtest, Requirierungsquest erfüllst oder bei Händlern Söldnerverträge erwirbst. Apropos Händler, da ist noch ein Händler hier wie heißt es gleich wieder? Ich kenne das doch aus Dragon Age Origin, da war ich doch auch schon. Redcliffe heißt der Ort. Altigen und so, ne? War eine tolle Story. Ich habe ja ein paar Videos aufgenommen von Dragon Age Origins, habe sie aber nicht veröffentlicht, weil ich gedacht habe, es gibt sowieso schon viel zu viele Dragon Age Origins Videos, da muss ich nicht anno damit anfangen. Aber vielleicht überlege ich es mir nochmal anders. Wenn hier Kommentare reinkommen oder so, die sagen, ja, lad doch hoch und so, dann überlege ich es mir vielleicht mal, wenn das mehr als eine Person haben möchte. Ungefähr, weiß nicht, 30 Folgen hatte ich, glaube ich, schon fertig, aber sind nie hochgeladen halt. Da spiele ich ebenfalls Velaya als Dalish-Elfin und das mit gutem Erfolg. Aber ich meine, es gibt wirklich schon genügend Dragon Age Origins Let's Plays, da muss ich nicht auch noch damit anfangen. Ja, hallo. Das mit den Ladebildschirmen, die sind schon ein bisschen arg lang, aber das macht nichts, Hauptsache es leckt nicht. Die letzten drei Aufnahmen hatte ich ja Glück, da bin ich von Lecks weitgehend verschont geblieben. Die paar Lecks waren kaum spürbar und dieser eine Monster-Leck in der letzten Aufnahme, den habe ich ja nicht aufgenommen, weil ich da offscreen gelaufen bin, der mehrere Minuten gedauert hat. Jetzt könnte der Ladebildschirm aber wirklich vorbei. Ja, ich mache jetzt die Pause-Taste, das ist ja albern. Ja, das hätte ich mir sparen können. Wenn ihr das sagt? In dem Moment, wo ich gesagt habe, das ist ja albern, kam der neue Bildschirm schon. Gut, egal. Ist das die Kirche? Ja, das gedämpfte Flüstern. Was red ich denn da? Ihr habt vermutlich recht. Gibt's hier was zum Sammeln? Ja, so. Zu meiner Überraschung. 3 Elfenwurzeln, da wäre ich ja blöd, wenn ich die nicht mitnehme, wenn die schon so dicht beieinander wachsen. Da muss ich mich ja fast nur einmal bücken. So. Und dann müsste ich mal wieder so einen
Tisch besuchen. Noch eine Elfenwurzel. Ey. Guten Tag. Guten Tag. So. Überall tauchen Dämonen auf. Es heißt, ist das das der Erbauer gebe euch Kraft, mein Kind. Gut, dann geht hier wahrscheinlich gleich wieder ein Video los, ein Dialog. Ich glaube, so langsam erkenne ich, wann der Ladebildschirm zu Ende ist. Wenn das Aufnahmeprogramm nicht mehr 190 Frames, sondern bloß noch 30 anzeigt, wird es Zeit, die Aufnahme neu zu starten. Ah, gut, Dorian. Da seid ihr ja endlich. Könnt ihr mir nun bitte helfen, dieses Ding zu schließen? Wenn es denn sein muss, kann ich das schon schließen? Ja, und? Okay, Mädels, Jungs, außerdem so macht mal da diesen Dämonen da Platz. Ich hab eine Verabredung mit diesem Riss. Hallo, schießen. Ein Riss in der Kirche, also sowas. Die schrecken einfach an. Hallo, wo sind denn die anderen? Also nochmal schießen. Sag mal, ist der noch nicht weg? Das ist aber ein hartnäckiger Riss. Alles, was weg ist. Und tschüss. So. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe. Die anderen machen das hier schon. Obwohl, könnte man wieder drauf schießen. So, einmal. Und Riss. Jetzt aber. Faszinierend. Wie genau funktioniert das? Ihr wisst es nicht einmal richtig. Ihr wackelt einfach mit den Fingern und zack, der Riss schließt sich. Wer seid ihr? Oh, ich habe wieder den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Dorian aus dem Hause Parvis, zuletzt wohnhaft in Minrathis. Wie geht es euch? Noch ein Tevinteraner. Nehmt euch vor ihm in Acht. Ihr habt ziemlich misstrauische Freunde. Magister Alexius war einst mein Mentor, sodass ich meine Hilfe als äußerst nützlich erweisen dürfte, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Nachforschen. Wir wollen ein bisschen was von der Story. Wo ist Felix? Ich hatte erwartet, Felix hier anzutreffen. Er ist bestimmt schon unterwegs. Er sollte euch die Nachricht geben und sich dann hier mit uns treffen, sobald er seinen Vater losgeworden ist. Und stimmt mit Felix etwas nicht? Alexius konnte Felix gar nicht schnell genug zur Hilfe eilen, als er seinen Schwächeanfall vorgetäuscht hat. Ist mit ihm irgendetwas nicht in Ordnung? Er kränkelt schon seit Monaten. Aber Felix ist ein Einzelkind und Alexius wacht vermutlich einfach wie eine Glucke über ihn. Ihr seid ein Magister? Seid ihr ein Magister? Na schön, hört zu. Ich erkläre euch das nur einmal. Ich bin ein Magier aus Tevinter, aber kein Mitglied des Magisteriums. Ich weiß, ihr Südländer verwendet diese Begriffe bedeutungsgleich, aber dadurch klingt ihr nur wie Barbaren. Warum wollt ihr uns helfen? Ihr verratet also euren Mentor, und der Grund dafür ist? Alexius war mein Mentor. Das heißt, er ist es nicht mehr, und das schon seit geraumer Zeit. Hört zu, ihr wisst vermutlich, dass euch Gefahr droht. Das dürfte selbst ohne meine Nachricht offensichtlich sein. Fangen wir damit an, dass Alexius euch die Loyalität der aufständischen Magier vor der Nase weggeschnappt hat. Und zwar wie durch Magie, nicht wahr? Was es auch genau trifft, Alexius hat die Zeit manipuliert, um vor der Inquisition in Radcliffe zu sein. Um vor mir hier zu sein? Er hat es so eingerichtet, dass er direkt nach dem Tod der Göttlichen hier sein konnte? Ihr begreift schnell. Sofern es die Wahrheit ist, wäre das überaus faszinierend. Und mit ziemlicher Sicherheit auch gefährlich. Und was ist mit dem Riss, den ihr hier geschlossen habt? Er hat die Zeit in seiner Nähe verzerrt. Einiges wurde beschleunigt, anderes verlangsamt. Es wird schon bald noch mehr davon geben und sie werden immer weiter von Radcliffe entfernt auftauchen. Die Magie, die Alexius einsetzt, ist derart instabil, dass sie die Welt aus den Fugen geraten lässt. Habt ihr Beweise dafür?
Ich hätte gerne mehr Beweise als nur eure Aussage. Es ist magische Zeitkontrolle, glaubt mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ihm geholfen, diese Art von Magie zu entwickeln. Als ich noch sein Schüler war, war das alles reine Theorie. Alexius hat es nie geschafft, sie in die Realität umzusetzen. Was ich nicht verstehe, ist, welches Ziel er damit verfolgt. Er reißt doch die Zeit nicht in Stücke, nur um ein paar hundert Lakaien zu erhalten. Es ging ihm nicht um sie. Du hast dir ja ganz schön viel Zeit gelassen. Wird er etwa misstrauisch? Nein, aber ich hätte nicht meine Krankheit vorschieben sollen. Ich dachte schon, er würde mich den ganzen Tag lang umsorgen. Mein Vater hat sich einem Kult angeschlossen. Sie nennen sich selbst Venatori. Und eines kann ich euch sagen. Was auch immer er für sie getan hat, geschah nur, weil er an euch herankommen wollte. Was will er von mir? Warum sollte er die Zeit verändern und sich die Dienste der aufständischen Magier sichern, nur um an mich heranzukommen? Sie sind von euch besessen, aber ich weiß nicht warum. Womöglich, weil ihr im Tempel der heiligen Asche überlebt habt. Ihr könnt die Risse schließen. Vielleicht gibt es da eine Verbindung. Oder sie sehen euch als Bedrohung. Wenn die Venatori hinter diesen Rissen oder der Bresche am Himmel stecken, sind sie noch schlimmer, als ich dachte. Warum erzählt ihr mir das? Alexios ist euer Vater. Warum arbeitet ihr gegen ihn? Aus demselben Grund, aus dem Dorian gegen ihn arbeitet. Ich liebe meinen Vater und ich liebe mein Land. Aber das hier? Kultisten? Zeitmagie? Was er hier macht, ist einfach nur Wahnsinn. Ihr müsst ihn aufhalten. Zu seinem eigenen Besten. Außerdem wäre es nett, wenn er kein Loch in die Zeit reißen würde. Es genügt schon, dass wir ein Loch im Himmel haben. Das wäre die offensichtliche Frage. Ich frage mal, was weniger offensichtlich ist. Ich fühle mich geschmeichelt. Ein bisschen Humor. All das nur meinetwegen. Und ich habe noch nicht einmal ein Gastgeschenk für Alexius. Schickt ihm einen Obstkorb. Damit liegt man nie falsch. Ihr wisst, dass ihr sein Ziel seid. Mit einer Falle zu rechnen, ist der erste Schritt, um sie zu eurem Vorteil zu nutzen. Ich kann nicht in Radcliffe bleiben. Alexius weiß nicht, dass ich hier bin und dabei möchte ich es vorerst auch belassen. Aber sobald ihr bereit seid, euch mit ihm zu befassen, will ich dabei sein. Ihr hört wieder von mir. Ach und Felix, versuch dich nicht umbringen zu lassen. Es gibt Schlimmeres als den Tod, Dorian. Ja, Dorian kenne ich ja auch schon von Consolero Boy. Und der hat eine ganz spezielle eigene Geschichte, aber ich werde jetzt hier nicht spoilern, keine Sorge, die müsst ihr dann bei mir schon dann erleben. Nach und nach. Was ist das? Lesen. 75 Öcken dazu. Die das lese ich jetzt dann doch mal durch. Es könnte relevant sein, die Bürde eines Scholaren der Kirche. Es ist wichtig, dass ihr als Studierende der Kultur euch stets eurer Voreingenommenheit bewusst seid. Ich für meinen Teil mache nie einen Hehl daraus, dass ich die Welt aus der Sichtweise der Kirche betrachte, da meine Leser ohne dieses Wissen nicht einschätzen können. Inwiefern meine Berichte womöglich durch meine Aussichten beeinflusst werden. Ich finde die Hintergrundmusik gerade ein bisschen laut. Mache ich die mal ein bisschen leiser, dann bin ich besser zu verstehen. Audio. Dialogmusik Lautstärke. Die geht nicht viel leiser. Gott. Ich kann nur die Gesamtlautstärke reduzieren. Und dann werden auch die Dialoge leiser. Das will ich eigentlich nicht unbedingt. Ich probiere mal, wie es ist. Wenn das zu leise jetzt ist, die Gesamtlautstärke. Also die Dialoge, wenn die jetzt zu leise werden, muss ich sie wieder ändern. Naja, jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Naja, gut, Pech gehabt. Jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Ausgang. Ausgang ist da drüben. Da wo Ausgang steht, will er ja. Also ganz aus möchte ich die Musik auch nicht machen. Ich finde es schade, dass ich es nicht auf 5 machen kann oder dass ich es nicht feiner runterstellen kann. Nur 10er Schritte, aber naja.
Ist halt so. So, jetzt schauen wir mal, ob meine Theorie stimmt. Es sind jetzt gerade 18 Frames pro Sekunde. Es müsste eigentlich gleich der Ladebildschirm weg sein. Ansonsten muss ich meine Theorie nochmal überdenken. Jawohl, diese ganze Angelegenheit stinkt zum Himmel. Wir wären vielleicht besser beraten, uns stattdessen auf die Templer zu konzentrieren. Dafür fehlt uns womöglich die Zeit. Die Bresche wird nicht warten, bis all unsere Bedenken ausgeräumt sind. Also, ich muss jetzt erstmal 15 Macht zusammensammeln, also zum Beispiel Risse schließen und Lager beanspruchen. Dann kann ich werde morgen noch mal rumfahren. Ich danke euch. Ich will noch mal gucken nach dem Händler. Irgendwie eine Verbesserung im Bogen oder sowas wäre schon nett. Da ist auf jeden Fall einer. Mal gucken, was der hat. Warum du lachen? Kaufen? Bitte mal kaufen. Ich will eigentlich kaufen. Der hat keine Waffen. Was hat der eigentlich? Hallo. Will der mich vergackeiern? Der hat Rezepte offenbar. Zweischneidige Axt, Jagdbogen. Planstufe 1. Darüber bin ich, glaube ich, schon hinaus. Hallo. Gehärteter Bogengriff? Ich denke, den sollte ich haben. Gebogener Stabgriff, den sollte ich wohl auch kennen. Das Großschwert, Acolytenstabklinge, was ist denn das? Das ist wohl auch was. Ich denke, die 20er, die kaufe ich mal alle. Einfach nur wuchtiger Einhandgriff. Das scheinen alles Einzelteile zu sein. Zweihandheft, Dolchgriff. Ich kann mir die alle leisten. Da brauche ich jetzt gar nicht so lange. Streitkolben, Großschild. Kauf ich. Krummdolch, kauf ich. Nehmen wir mit. Räuberkriegsbeil nehmen wir auch mit. Hüterstab. Ah, jetzt wird's dann langsam, aber warum? Achso, das sind dann ganze Teile, ne? Planstab, Stufe 1. Gut, was gibt's hier noch? Schwere Abenteuer, Gedöns. Das sind Bestandteile von Rüstungen, Schreiberkapuze. Das nehme ich alles mal mit. Diese 20er Rezepte, sie sehen alle aus wie Bestandteile. Templerhelm machen wir auch. Jetzt wird es langsam eng. Gut, lassen wir das. Haben ein paar Rezepte gelernt. Ich weiß nicht, ob das wichtig war oder richtig, kann ich nicht sagen. Ich mache es jetzt einfach mal, weil ich es kann. So, da drüben. Ich habe so das Gefühl, dass diese Rezepte die Grundlage für andere Rezepte sind. Allerdings habe ich mich jetzt selber noch nicht so mit dem Handwerk befasst. Das werde ich sicher noch tun. Wer meine Videos kennt, weiß ja, dass ich handwerke, was das Zeug hält, wenn ein Spieler ein Handwerk hat. Und wird sich alles finden. Ja. Da ist noch ein Händler. Kaufen, verkaufen. Benötigt ihr irgendetwas? Ja, schon, aber wahrscheinlich hast du auch wieder nix. Oh, der Jagdbogen. 64. Yay, den nehmen wir doch mit, das ist eine Verbesserung. Cool. Kaufen. Delisch Jagdbogen. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Nee, habe ich nicht. 58. Was ist denn das? Warte mal, Gegenstandsstufe 9. Den kann ich noch nicht nutzen, oder was? 11. Kann ich mir jetzt eh nicht mehr leisten. Hast du noch irgendwas? Warte mal, Rezept. Auch nicht. Ist halt ein Waffenhändler. Gut, brauche ich ja auch. Gehärteter Jagd, Langbogen. Stufe 7. Den könnte ich mit Sicherheit nutzen. Habe ich was zum Verkaufen? Dann nehme ich den. Warte mal. Verkaufen. Lebenswächter Amulett. Amulett der Macht. Ring des verbesserten mächtigen Schlags. Was kann denn der erhöhte Fähigkeit schon? Ne, den behalte ich. Speerharnisch Armschutz. Verkaufen macht's gerade nicht fett, aber ich bin gerade nicht wählerisch. So. Nichts. Tja, soll ich mich davon mal was trennen? Irgendwas, wovon ich mehr als einen hab, sonst bereue ich das am Ende. Nee. Irgendwie. Haben wir jetzt. Wenn ich wüsste, wofür die sind. Ob man die überhaupt für was braucht oder keine Ahnung.
Warte mal. Habe ich noch was zu verkaufen? Ein verstärkter Schild. Oh, ich damit kommen. Das wollte ich eigentlich noch eine Weile behalten. ...69, 139. Das ist für Level 7, das ist für Level 10. Ne, das behalte ich. Gut. Ich schau mal, ob ich diesen Bogen ausrüsten kann. Waffen. Dalische Jagdbogen. Sieht so aus, als könnte ich das. Jo, könnte ich. Dann kann ich diesen aggressiven Bogen ja getrost hier verkaufen. Verkaufen, aggressiven. Oder ist das was für Sera? Moment, stopp, zurück, Sera. Waffen, aggressiver, der ist geringfügig besser, ja gut, dann nimm den ausbalancierten Jagdbogen. Jo, Zeit ist um. Ich habe jetzt absichtlich auf die 5 Minuten nichts anderes mehr angefangen, weil da hätte ich dann unterbrechen müssen. Das ist ja einmal verkaufen. Ausbalancierter Jagdbogen. 49,50, den auf jeden Fall weg. Und ich denke, den behalte ich mal als Ersatzwaffe. Man weiß ja nie. Ich habe immer gerne ein bisschen was in der Hinterhand. Oh, ist das jetzt. Das ist jetzt eine Wumme, ha? Huh? Na, da bin ich mal gespannt, ob dieses krasse Teil auch was taucht. So, hier schließe ich meine Aufnahme. Ich habe erfreulicherweise keinen Lack in dieser Folge gehabt. Da bin ich echt froh drum. Und ja, ich weiß nicht warum. Ich kann mir nur vorstellen, weil ich neulich die Grafiktreiber neu installiert habe. Das ist das Einzige, was anders ist als noch vor ein paar Tagen, wo es so schlimm geleckt hat. Ich habe doch versucht, eine neue Grafikkarte einzubauen. Das hat nicht geklappt, weil ich mit die Stromversorgung zur Grafikkarte nicht hingekriegt habe. Wahrscheinlich habe ich keinen geeignetes Netzteil dafür, da brauche ich ein neues Netzteil. Ihr wisst schon. Dann habe ich die alte Grafikkarte wieder rein und die Grafiktreiber neu installiert. Und seitdem läuft das Spiel hier. Es könnte aber noch besser sein. Sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also seitdem habe ich nur diesen einen mehrminütigen Lack gehabt. Ansonsten lief so wie das, was ihr jetzt gesehen habt. Wenn es so bleibt, bin ich zufrieden. Jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.